Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Manuela und ich habe heute eine Review für euch. Und zwar habe ich den neuen Glow Bronzer von Art Deco gekauft. Der schaut so aus und ich habe mir gedacht, ich mache eine Review darüber, weil ich glaube, das ist ein neues Produkt und es gibt noch keine Review dazu. Deswegen dachte ich mir, ich mache eine. Ich habe den Bronzer oder den Glow Bronzer von Müller gekauft um 22,95 und ich glaube, das ist ein neues Produkt, wie gesagt. Ich habe den in der Farbe Summer Glow. Ich glaube aber auch, dass es die einzige Farbe ist. Also in dem Müller, in dem ich war, gab es nur diese Farbe und auf der Website habe ich auch keine anderen Farben gesehen. Deswegen glaube ich, das ist die einzige Farbe. Ja, also ich kann euch mal vorlesen, was da hinten steht. Und zwar, das ist ein schimmernder Bronzer. Der Glow Bronzer vereint Bronzing Puder und Highlighter in einem Produkt. Feine, schimmernde Pigmente verleihen ihrer Haut eine natürliche Bräune und frischen Glanz. Parabenen und parfümfrei. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, das ist ein Produkt, das den Highlighter und den Bronzer vereinen soll in einem Produkt. Also, dass man Bronzer und Highlighter schon oben hat und dieses Produkt dann dazwischen kommt und das dann irgendwie vereinen soll, aber ich habe das falsch verstanden. Und zwar ist das Produkt schon ein Bronzer und ein Highlighter. Aber ich kann euch mal zeigen, wie das von innen ausschaut. Also, wenn ihr bei Müller seid oder in einem Geschäft, das Art Deco verkauft, greift einfach nur die Verpackung an, weil die fühlt sich richtig gut an. Das Produkt schaut so aus. Ist richtig edel, finde ich. Also das da ist nicht nur drauf gedruckt oder sonst was, sondern das ist wirklich ja, eine sehr interessante Konsistenz. Es fühlt sich an wie Bambus oder so. Keine Ahnung. Und so sieht das Produkt aus. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Produkt verwendet habe. Das heißt, ich habe das schon mal getestet. Und ich kann euch mal vorlesen, was auf der Website draufsteht, wie man das anwenden soll. Also wie gesagt, das ist ein 2-in-1 Puder, zwar ein Bronzing Puder und Highlighter in einem. Es soll natürlich sein und eine leuchtende Bräune verleihen. Und die Dose besteht aus Bast als Unikat. Und wie schon vorher erwähnt, das ist parfümfrei und parabenfrei. Also die Anwendung. Trage den Puder mit einem geeigneten Pinsel direkt auf die gewünschten Hautpartien auf. Dieser kann optimal über normalen Puder angewendet werden. Setze entweder Akzente im Gesicht oder verteile den Puder großflächiger auf dem Dekolleté. Ja, also das Produkt ist auch richtig gut bewertet auf der Website. Es sind ziemlich wenige Bewertungen. Ja, auch alle aus dem Jahr 2020, also aus dem März. Also es existiert schon einige Monate, aber ja, ich werde das Produkt mit meinem Highlighter-Pinsel auftragen. Ich muss ehrlich sagen, ich verwende dieses Produkt als Highlighter. Ich verwende es nicht als Bronzer oder sonst was, weil erstens schimmert es extrem, also es ist nicht matt. Deswegen verwende ich das als Highlighter. Ich kann euch das mal swatchen. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Also es ist nicht, es glitzert nicht, also das Produkt geswatcht sieht so aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja. Und es fühlt sich auch sehr, sehr buttrig an. Es ist sehr, sehr mild und fein von der Formulierung her. Ich verwende es als Highlighter und ich gehe da mit meinem Pinsel drüber. Ich nehme da auch gut Produkt auf. Man sieht, es hat auch sehr viel Farbe aufgenommen. Und ich gehe da ziemlich sanft drüber. Man sieht, ich bin nicht so stark in das Produkt reingekommen, aber die Pigmentierung ist trotzdem sehr, sehr schön. Man sieht auch, ich denke, man sieht's. Es schimmert so schön. Also das gibt wirklich seinen frischen Look.
was ich für den Sommer sehr, sehr, sehr gerne mag. Ja, das ist mal eine Schicht von dem Bronzer oder dem Glow Bronzer. Aber wie ihr sehen könnt, wenn ich direkt in die Kamera schaue, dann sieht man, dass hier vor allem es sehr, sehr dunkel ist. Ich denke, man kann das sehen. Aber von der Seite sieht das sehr schön aus. Deswegen würde ich eher davon abraten, den komplett als Highlighter zu verwenden, weil das eben ein Glow Bronzer ist, der mit Bronzer vereint ist. Das heißt, also es ist ein Highlighter, aber es ist auch ein Bronzer. Deswegen sieht man hier auch so eine dunklere Stelle, wenn man gerade ausschaut. Von der Seite sieht es eben gut aus. Deswegen werde ich das nochmal verblenden und euch zeigen, wie das danach ausschaut. Und zwar verblende ich das mit einem Schwamm und meinem Fixing Spray. Ich trage da auch den Schwamm, den ich vorher verwendet habe für mein Make-up, ein bisschen ein Fixing Spray auf und tupfe das so ein bisschen ab. Und dann gehe ich nochmal über den Highlighter drüber, damit das Ganze schön verblendet wird und vielleicht auch diese Bräune wegnehmen kann. Das sieht viel besser aus, meiner Meinung nach. Ich gehe dann nochmal auf die andere Seite drüber. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Jetzt ist auch diese braune Linie verschwunden, muss ich sagen. Also so gefällt mir das auch viel besser, weil ich habe ungern einen Highlighter mit einer braunen Linie und ich will auch gar nicht sagen, dass es das Produkt schlechter macht, weil es ist genau das, was das Produkt verspricht. Aber ich trage das Produkt sehr gerne als Highlighter. Wenn ihr ein bisschen eine hellere Haut habt und keinen dunkleren Strich da haben möchte und auch nicht so sehr auf goldenen Highlighter steht, dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Produkt habt, es im Sommer vor allem über den Bronzer aufzutragen. Das heißt, ihr tragt ganz normal euren Bronzer auf, euren Highlighter könnt ihr auslassen und ihr tragt dieses Produkt einfach über den Bronzer drüber. Das heißt, ihr kriegt so einen kleinen, so einen Glow auf eure Haut drauf, sodass eure Haut auch frisch ausschaut und es sehr schimmert. Die Farbe von dem Produkt ist eher Roségold, aber ich bin jemand, der eher nach dünkleren Produkten sucht, also vor allem bei Highlightern, weil so weiße, ja, silberne Highlighter sind mir viel zu hell für meine Hautfarbe. Auch wenn ich jetzt nicht so dunkel bin, aber es schaut halt einfach nicht richtig aus, wenn ich einen hellen Highlighter nehme. Deswegen suche ich immer nach Highlightern, die so in die Goldrichtung gehen. Und ich habe noch nie so eine Farbe gesehen, muss ich sagen. Also dieses Roségold, das ist ja nicht nur ein normales Gold, das ist so ein Roségold. Habe ich wirklich noch nie gesehen, weil alle Highlighter, die so eine Pigmentierung haben, die sind eher rosa oder gold. Aber so ein Roségold noch nie gesehen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Produkt. Man muss tatsächlich aufpassen, dass man nicht zu viel aufträgt und das Ganze auch gut verblendet, weil man eben diese Linie bekommt. Im Sommer werde ich das sicher auch über meinen Bronzer tragen, aber jetzt mag ich das als Highlight auch sehr, sehr gerne. Und ich habe letztens auch drüber nachgedacht, über Art Deco, was für Produkte ich von denen habe. Und ich habe nicht so viele Produkte, aber die Produkte, die ich habe, die sind eigentlich richtig gut. Also bis jetzt hat mich noch gar kein Produkt enttäuscht von dieser Marke. Und deswegen habe ich auch nicht so, also ja, und deswegen dachte ich mir auch nicht, dass mich dieses Produkt auch enttäuschen wird, was es auch nicht getan hat. Also es ist eigentlich genau das, was es verspricht.
Und die Verpackung ist so schön, also allein vom Aussehen her finde ich die richtig gut. Das ist nicht so ein Produkt, was jede Marke hat. Und ich finde, das Produkt hat auch einen Spiegel, was ich auch ganz nett finde. Also ich verwende bei Highlightern nicht unbedingt einen Spiegel, aber ich finde es ganz schön, dass da einer drinnen ist. Und ich finde auch das Muster von dem Highlighter selber auch ganz schön. Das heißt, würde ich dieses Produkt empfehlen oder nicht? Ich würde es empfehlen, aber ich würde davon abraten, wenn ihr eine hellere Haut habt und es als Highlighter verwenden möchtet, weil es schon sehr dunkel ist, vor allem wenn man es nicht so wirklich verblendet. Wenn ihr es sehr leicht oder sparsam verwendet und danach nochmal verblendet, dann kann es sein, dass das Produkt für euch passt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses Produkt auch sehr schön ist bei sehr, sehr dunkler Haut, weil dann sieht man vielleicht diese Bräune nicht, wenn man gerade ausschaut, dann ist es nicht so komisch oder falsch. Und ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen im Sommer über den Bronzer. Und das Produkt hat ihren Preis, es sind knappe 23 Euro, aber es ist eine Investition, weil wenn man sich die Verpackung anschaut, dann versteht man, und vor allem die Formulierung, also das Produkt selber ist auch sehr, sehr gut, dann versteht man den Preis und es ist eine einmalige Sache. Also man gönnt sich ja nicht jeden Tag einen Highlighter, leider. Deswegen, ja, mir gefällt das Produkt ganz, ganz gut. Und das kann ich auch sehr, sehr empfehlen für Leute, die so ein bisschen einen Farbton haben oder es und die noch so ein Highlighter haben wollen mit so einem Produkt. Ja, das war's von mir. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und nichts verpassen wollt, dann drückt gerne auf den Abonnieren-Knopf. Ich würde mich auch über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!